Yo, was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Easy Money. Wir haben heute wieder die Quarterback-Karriere am Start und Leute, wir kommen in die heiße Phase. Ich habe uns mal die Standings rausgeholt. Wir stehen 11 und 4, haben damit die Colts jetzt safe überholt. Die stehen 10 und 5, beziehungsweise was heißt safe? Also rein theoretisch könnten die uns ja immer noch einholen. Aber nichtsdestotrotz sind wir anscheinend sicher in den Playoffs. Wir haben einen X. Wir gucken uns das Ganze mal in der Gesamtliga einmal an. Die 12 und 3 Bengals sind safe drinne. Und ansonsten nur wir, 11 und 4. Anscheinend reichen die 11 Siege safe irgendwie, warum auch immer. Eigentlich komisch, oder? Ich kann ja von den Colts noch überholt werden eigentlich. Wie dem auch sei, Eagles stehen 10 und 5, Ravens 10 und 5, Chiefs 10 und 5, Chargers, Colts und 49ers und Rams alle 10 und 5. Wo sind denn die Commanders? 8 und 7, das ist wirklich klassischer Commanders-Move hier. Obwohl, in echt sind die ja noch viel schlechter aktuell. Das ist traurig. Aber gut, it is what it is, würde ich an der Stelle sagen. Leute, wir haben jetzt noch 2 Wochen vor uns, genau. Einmal gegen die Patriots und einmal gegen die Jaguars. Das heißt, wenn wir sicher in den Playoffs jetzt drin sind, ist es schön und gut so. Aber unser Ehrgeiz ist natürlich trotzdem da, diese Saison so geil wie möglich abzuschließen, nochmal richtig schön Stats zu sammeln. Wir gehen gleich auch nochmal rein in die Stats und gucken uns an, wo wir jetzt gerade genau stehen, damit wir sehen, ob wir vielleicht noch irgendeinen geilen Meilenstein oder irgendein Ziel erreichen können in diesen letzten beiden Games. Ich will einmal nach Rushing gucken und nach Passing Yards und nach Passing Touchdowns. Das sind die Sachen, die ich mir angucken will. Ich glaube, wir haben hier +4 Speed insgesamt bekommen in dieser Woche. Lass uns einmal kurz in die Stats reingehen und schauen, was wir jetzt bisher gerissen haben. Player Stats. Also, wir haben 4.900 Yards, das heißt 5.000 Yards werden wir safe knacken. Mega nice. Wir haben 38 TDs, das heißt 40 wären geil. 45 wäre richtig krass. Dann bräuchten wir noch 7 Touchdowns, in einem Spiel 3, in einem Spiel 4. Könnte man schaffen, könnte man auf jeden Fall schaffen. Wie sieht's mit Rushing aus? Da würde ich auch mal sehen. 1.300 Yards, Alter. Ist das krank. 1.500 werden wilder Wert. Also können wir probieren, 1,5 zu knacken. 15 Rushing Touchdowns auch. Also Eric Money ist ja wirklich eine unfassbar brutale Waffe, Digga. Lass uns mal im Vergleich zum Rest der NFL gucken, wo wir da stehen. Wir sind einfach, Digga, wir sind einfach 1, 2, 3, 4, 5. Wir sind einfach der 5. beste Rusher von den Yards her. Ist das geisteskrank? Bijan Robinson auf Platz 1 auch sehr nice. Touchdowns haben wir die 3rd meisten mit Dylan zusammen. Vor uns nur Pierce und Pacheco. Wie sieht es mit Passing aus? Weil das ist ja eigentlich unsere Hauptstatistik, ne? Oder unser Hauptding. Yards haben wir auf jeden Fall die meisten, mit Abstand sogar. Sehr, sehr wild. Und Touchdowns, 38, haben wir auch die meisten, Alter. Lamar Jackson hinter uns. Und dann Patrick Mahomes, Joey B, Eddie Dwyer. Was für ein Name, Alter. Tyson Leary? Larry? Nee, wahrscheinlich Leary, oder? Ah, ich bin mir nicht ganz sicher. Nick Newberry, Digga, was sind das alles für wilde Rookies, die hier richtig abliefern anscheinend. Wo ist denn Sam Howell? Was? Kirk Cousins ist bei den Commanders wieder? Das ist funny. Das ist funny. Na gut. Okay, Leute. Das heißt, 5.000 Passing Yards wollen wir knacken, 1.500 Rushing Yards wollen wir knacken und mindestens 40 Passing Touchdowns, wenn nicht sogar 45, also ist schon ein ganz schöner Sprung dann, aber wer weiß, ob wir das nicht wirklich hinkriegen können. Jetzt geht es erstmal gegen die 80er Patriots. Schauen wir mal, wie es läuft. Gegen den guten alten Mac Jones. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob die Patriots hier noch um den Playoff-Einzug spielen. Das weiß ich jetzt nicht. Dementsprechend ist es ja für die eventuell ein sehr wichtiges Game. Also wird die Defense sicherlich alles geben, um uns hier gut zu stoppen. Aber wir werden auch alles geben, um unsere Stats hier nochmal richtig zu pushen. Und da haben wir direkt ein tiefes Ding. Let's go. Digga, der rennt durch. Let's go, Junge. Der rennt durch für den Touchdown. Traylon Burks, Baby. Let's go, Alter. So kann man nochmal reinstarten. Damit haben wir auf jeden Fall die 5.000 Passing Yards schon mal, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, oder?
Oder vielleicht nicht ganz, aber ich glaube fast. Ich glaube, wir brauchten noch 80 Passing Yards oder so für die 5000. 75. Karriere-Touchdown, auch sehr nice. Digga, geil. Geil, geil, geil. So kann man nochmal reinstarten. Patriots gleichen aus, okay. Wir probieren es mit den 7 Pass Completions. Letzte Episode haben wir das gefailed mit den 7 Completions, aber vielleicht kriegen wir es ja hier hin. Wir fangen erstmal an mit einem Play Action. Sind nur 3 D-Liner da. Erste Pass Completion haben wir. Die geht aber nur für einen Yard. Wow. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das nur ein Yard war. So, nächster Play Action tatsächlich schon wieder. Ja, sehr schön. Hopkins wäre auch frei gewesen, glaube ich, auf seiner Comeback-Route. So. Da ist irgendwie nichts wirklich frei, oder? Wir rennen. Gut ausgejukt. Sehr schön. Schönes Play. 19 Yards. So, jetzt haben wir wieder so eine Position wie in der letzten Episode. Wir sind an der 40, brauchen aber noch 5 Pass-Completions. Das heißt, eigentlich müssen wir jetzt einige kurze Pässe irgendwie anbringen, damit wir dieses Goal erreichen können. Oh mein Gott, was ist da passiert? Der wurde ja komplett weggebammt. Das war sehr merkwürdig gerade. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall. Wer ist das? Wer ist denn das? Ridley, war? Ja, ich glaube, es war Calvin Ridley. Dritter und eins. Wir brauchen immer noch 4 Pass Completions, Leute, und haben nur noch 30 Yards vor uns. Vielleicht hier Burks für ein kurzes Gain. Jawohl. Okay, jetzt brauchen wir noch 3. Uzomah wird da wahrscheinlich frei sein. Den hat er. First and goal. So, Leute. Wir brauchen noch 2 Pass Completions. Wir probieren es jetzt erstmal mit einem Screen Pass in der Hoffnung, dass der nicht allzu weit geht. Hauptsache, wir bringen den Pass an, wisst ihr, für das Drive Goal. Gucken wir mal. Okay, er wurde an der 1 gestoppt. Let's go. Das heißt, wir können jetzt einen Pass anbringen für einen Touchdown hoffentlich. Und dann haben wir das Ziel erreicht. So, wir kommen hier mit so einem geilen Play-Action-Ding. Es ist niemand frei. Doch, da. Stark, Alter. Sehr, sehr stark. Auf Josh Wile. Oder Wiley? Wiley, hat der Kommentator auch gerade gesagt. Sehr, sehr nice, Digga. 7 Pass Completions, gibt 100 XP oben drauf. Richtig guter Drive. Das war auch unser 40. Touchdown-Pass, hat der Kommentator auch gerade gesagt und ist mir auch gerade aufgefallen. Wie geil. Ah, shit. Den wollte ich noch auf Henry anbringen. So, wir brauchen jetzt also weiterhin noch ein paar schöne Passing-Touchdowns und auf jeden Fall noch einige Scramble-Yards, damit wir auf unsere 1500 Rushing Yards kommen. 5000 Passing Yards müssen wir jetzt auf jeden Fall safe geknackt haben. Nächster angebrachter Pass. So, das ist ein interessantes Play. Schauen wir mal. Ah, den hat er leider nicht. War aber auch ein riskanter Wurf, Digga. Das war Double Coverage. Der wurde wieder gut da gebumpt. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar eigentlich PI ist. Obwohl, nee, der Ball war noch nicht in der Luft, ne? Aber, na, wie ist denn das nochmal genau? Kann man PI oder ist es dann eher so ein Holding oder sowas? Bin mir nicht sicher, aber es sah auf jeden Fall schwierig aus. Oh mein Gott, den catcht er. Richtig, richtig stark, Junge. So, ich will jetzt mal wieder mit einer Read Option kommen. Müssen wir leider übergeben. Guter Cut von Henry, Alter. Stark. Oh, ich habe aus Versehen Spiken ausgewählt. Dann müssen wir eine Timeout nehmen. So, 2. und 6. Ich wollte eigentlich X anwerfen. Starker Catch, Alter. Ey, Uzomah entwickelt sich wirklich zu einem guten Tight End, Mann. Der catcht gut ordentlich die Bälle. Wollen wir Hopkins mal. Wir schicken ihn mal auf eine Comeback-Route. Und lassen ihn mal ein bisschen gucken. Stark. Ist das sexy, Junge. Mit dieser geilen Wurfpower, Alter. Auf 96. Richtig, richtig nice. X-Factor ist aktiviert. Sehr nice. Ich würde aber ganz gerne den Play-Action hier nutzen, um hoffentlich ein bisschen zu rennen. Ja, das sieht gut aus. Okay, nehmen wir. So, wir haben hier wieder ein paar Slants. Und
Ah, er ist noch nicht ganz drin. Wir sind an der 3-Yard-Linie. Ein Passing-TD wäre wichtig. Vielleicht haben wir hier Hopkins einfach auf einer In-Route. Ja, easy money, Alter. Let's go, Junge. Dieses Spiel läuft auch wieder sehr, sehr gut gerade. Geil, Alter. Wir sind auswärts und unser Momentum ist einfach komplett voll. Wie nice ist das denn? Oh mein Gott, es hätte auch ein Pick sein können. Da waren wir lucky auf jeden Fall. Wir gehen mal no huddle, weil wir haben nicht mal mehr eine Minute. Ah, stimmt, wir haben ja auch Conductor, wo man einfach so geil die Audibles doppelt so schnell machen kann seit letzter Episode. Falls ihr die letzte Episode noch nicht gesehen habt, checkt die gerne nochmal aus. Da hat sich auf jeden Fall ein bisschen was geändert mit den Abilities. So. Da ist Hopkins, wide open. Rennt der durch? Alter, dieses Spiel läuft wie Butter, Digga. Let's go! Macht das überhaupt Sinn? Dieses Spiel läuft wie Butter? Eigentlich nicht, ne? Aber egal. Klingt irgendwie trotzdem gut. So, wir sind in der zweiten Hälfte. Patriots scoren nix. Das war katastrophal geblockt. Alter, Double Move, richtig, richtig nice. So. Da ist eine riesige Lücke. Sehr schön, First Down. Hab nichts gesehen, aber wir haben miesen Speed durch das +4 auch über die Woche verteilt von den ganzen Trainingseinheiten. Juke Move noch rausgehauen. Alter Schwede, was für ein Run, Junge. Ich schicke mal Uzoma auf eine Quick Out. Uzoma. Ah, den droppt er diesmal leider. Schade. Hopkins vielleicht auf der Cornerroute. Ah, der wurde komisch gebumpt, aber er ist trotzdem da und das ist der nächste Touchdown, Alter. Dieses Spiel läuft wie am Schnürchen. Dieses Spiel läuft schon wieder so krass, Digga. Fast 300 Passing Yards, 5 Passing Touchdowns, 100 Rushing Yards. Also Leute, so wie sich Eric Money entwickelt hat, müssen wir wahrscheinlich nochmal gucken, dass wir die Schwierigkeitsstufe irgendwie anpassen, weil wir rasieren ja alles. Wisst ihr, was ich meine? Wobei wir auch gegen die Ravens verloren haben. Also irgendwie so ganz easy ist es ja dann anscheinend doch nicht. Also es kommt schon immer auch auf den Gegner drauf an und wie ich auch von der Konzentration am Start bin. Aber lass vielleicht noch mal gucken, was die Schwierigkeit angeht, ob wir das noch mal verändern. Ich weiß nämlich, Alter, was für ein Run! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga, das ist das Highlight der Karriere bis jetzt. Das ist das Highlight der Karriere, Digga. Alter, was zum Teufel war das denn? Alter. Oh, Digga, was für ein Play. Holy Macaroli, war das krank. Das war wirklich richtig, richtig krank, Alter. Heftig, Digga. Heftig. Patriots haben jetzt auch nochmal zurückgescored. Wir starten hier an der Mittellinie. Gehen wir mal mit Play Action. Wir sind ja wie gesagt ein bisschen auf Stats-Jagd. Ja, Hopkins ist irgendwie da gewesen, aber irgendwie auch nicht so richtig. Rennen wir lieber. Digga, wir haben fast 200 Yards Rushing. Ich glaube, wir haben jetzt schon die 1500-Marke geknackt. Mit einem Spiel. Was ist denn das Krasses? Alter, ist der schnell. Wow, ist der schnell, Bruder. Das ist ein Cheatcode, Digga. Das ist ein Cheatcode. Alter, das ist ein absoluter Cheatcode, Digga. Was? Was zum Deivel, Digga? Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Also unsere Defense hält immer innerhalb von ein paar Sekunden stand. Wir haben den Ball schon wieder hier. Da kann man ja nur auf Statsjagd gehen, Leute. Oder seht ihr das anders? Riesige Lücke für Derrick Henry. Sehr geil. Ziehen wir. Okay, nehmen wir. 233 Rush Yards, 2 Touchdowns. Also, das ist wirklich völlig unrealistisch, aber I love it. Digga, ist das krank. Nice. Henry tankt sich auch schön durch. Und das ist ein Touchdown für Derrick. Gönne ich ihm. Wir kriegen hier nochmal den Ball. Diesmal switche ich mal auf den Passplay und gebe Ridley den Ball. Easy Money. Easy Money. So, wir machen Shoe Clock an. Zu sehr muss man es jetzt auch nicht ausreizen, ne? Warum geht denn die Zeit nicht weiter?
Ah, okay, war ein Injury-Timeout anscheinend. Oh mein Gott, Alter, das war fast der nächste Rushing-Touchdown, ey. Ist das krank. Können wir den nochmal an Derek geben für einen schönen Rushing-Touchdown? Jawohl. Gönn dir. Wir kriegen nochmal den Ball an der gegnerischen 9. Wollen wir mal eine Challenge nehmen? Wir ziehen den raus und probieren dann trotzdem den Touchdown zu machen. Okay, war sogar der richtige Read, von daher war es gar nicht so eine krasse Challenge. Alter, was für eine pure Zerstörung und Vorführung der Patriots, Digga. 70 zu 20, Bro. Einfach 50 Punkte Unterschied. Wir machen hier fast 1200 XP. Absolut geisteskrank. Absolut geisteskrank. 80% Completion Rate, 318 Passing Yards, 5 Passing Touchdowns. Und dazu kam ja dann noch 3 Rushing Touchdowns, glaube ich, und irgendwie fast 300 Rushing Yards. Also völlig Banane, Digga. So, Leute, wir sind in der letzten Woche angekommen. Es geht gegen die Jacksonville Jaguars, also nochmal ein Rivale. Auch da wollen wir natürlich rasieren. Wir gucken gleich nochmal in die Stats rein, um zu sehen, was wir jetzt wirklich als Fokuspunkt setzen müssen in diesem letzten Spiel. Eventuell, wenn wir unsere Meilensteine jetzt erreicht haben, können wir auch probieren, in dem Spiel einen großen Fokus einfach nur darauf zu setzen, dass Henry mal noch ein bisschen seine Stats aufwertet, wisst ihr? Weil der hat ja nicht sonderlich viel, ja, Snaps. Also Snaps hat er schon bekommen, aber nicht viel Action. Dementsprechend wäre es vielleicht ganz cool, da nochmal in die Richtung einzuschlagen. Aber lasst uns erstmal reingucken in die Stats. 5200 Passing Yards. 43 Touchdowns, okay. 2 Passing-Touchdowns brauchen wir auf jeden Fall noch. 1,5 Rushing haben wir. Das wäre natürlich geil, wenn wir noch 2 Rushing-Touchdowns machen. Dann hätten wir 20. Also 2 Passing, 2 Rushing-TDs. Wo stehen wir denn jetzt in der NFL vom Rushing her? Alter, wir haben die überholt mit unserer Performance. Wir sind Platz 1, was die Rusher angeht. Digga, 11,2 im Durchschnitt, ey. Das ist wirklich absolut gestört. Leute, wir gehen rein ins Spiel. Wie gesagt, 2 Rushing-Touchdowns, 2 Passing-Touchdowns gegen die 84er overall Jacksonville Jaguars. 8 und 8 stehen die. Ah, für die könnte es auch noch wichtig sein, theoretisch, ne? Oder haben die überhaupt eine Chance, noch reinzukommen, wenn schon ich mit den Titans und die Colts drin sind? Bin ich mir gar nicht so sicher. So, Leute, erstes Play, wir kommen mit einer Read-Option raus. Das ist immer schon mal ein geiler Einstieg, finde ich. Ich weiß selber noch, damals als QB wurde manchmal bei mir als erstes Play einfach ein QB-Draw quasi gecallt, also direkt einen Lauf, damit man erstmal direkt schön reinballert, der direkt wach wird quasi. Ist immer aufregend, aber auch irgendwie ganz geil. Das hier hat jetzt gerade überhaupt nicht geklappt, deswegen. Ah, shit, der wartet da draußen. Okay, 3. und 7 haben wir jetzt, jetzt müssen wir mal gucken. Okay, schauen wir mal. Ja. Sehr schön. Uzomah, sichere Waffe ist da. Also Yards sind jetzt echt egal. Uns geht es nur darum, die Touchdowns auf jeden Fall zu kriegen. Schicken wir mal hier Ridley auf eine Go-Route. Komm, Ridley. Ah, schade, hat er nicht. Ah, das war nicht die richtige Entscheidung. Nur ein Yard. 3. und 9. Ah! Nein, Digga, ich dachte, er ist bei dem anderen Receiver. Shit! Okay, das ist gerade genau das Gegenteil davon, was wir erreichen wollen hier im letzten Spiel. Okay, gucken wir mal. Konzentration jetzt bitte. Starker Wurf, Alter. Sehr, sehr starker Wurf. Ridley auf dieser komischen Crossing-Route wäre natürlich richtig wild. Dafür brauchen wir aber Zeit. Oh mein Gott, ist der wide open. Leider ein bisschen verworfen von mir. Das hätte eigentlich. Ich dachte, das hätte Potenzial für einen Touchdown. So, Double Slants auf beiden Seiten. Boah, der kam ja direkt durch. Werfen wir noch. Digga, eine Tipped Interception. Wirklich jetzt? Das ist jetzt die zweite Interception in dem Game. Das muss nicht sein. Also, ich hätte den jetzt nicht unbedingt werfen müssen, so, ne? Aber. Eigentlich dachte ich, da hätte mein Receiver eine ganz gute Chance und dann wird er so komisch getippt und dann abgefangen. Mau. Sehr mau. So, jetzt müssen wir uns zusammenreißen.
Ja, der Kommentator hat es auch gerade gesagt. Zwei Drives, zwei Interceptions, das geht echt gar nicht. Wir rennen mal wieder eine Runde. Sehr schönes Play. Fumble am Ende noch, Junge. Alter, reiß dich mal zusammen. Was ist da los? Wir sind schon wieder Grade F, Digga. Ich bin so dumm. Einfach viel zu spät geworfen. Was ist denn gerade schon wieder los? Warum habe ich manchmal so Spiele, wo ich komplett rasiere und 70 Punkte mache? Und dann habe ich Spiele wie dieses, wo nichts funktioniert, weil ich irgendwie so unkonzentriert bin. Aber wie kann das sein? Es ist doch jetzt nicht eine andere Tageszeit. Vor 10 Minuten war ich doch noch mies fokussiert und habe gut gespielt. Und jetzt auf einmal scheiße ich so rein, Digga. Das ist ganz, ganz kurios irgendwie. So, Receiver kommt in Motion. Das ist doch alles zu. Sehr schöner Run. So, Fokus jetzt. Schön. Richtig und richtig. 9 Yards. Digga, 3 Interceptions, ey, das ist echt. Wir haben Spiele, da werfen wir 5 Touchdowns und dann haben wir Spiele, da werfen wir 5 Interceptions. Das kann es irgendwie nicht sein. Oh, er droppt den. Ridley müsste hier eigentlich safe offen werden. Nice. Schön im Laufen geworfen. Das war cool. So, first and 10. Nehmen wir hier so mal ein paar Yards. So. Da haben wir den Tight End. Und der kommt bis an die 2-Yard-Linie. Wir nehmen mal hier den QB Draw einfach. Sind wir nicht durchgekommen. Also wie gesagt, wir brauchen zwei Passing und zwei Rushing Touchdowns. Deswegen gucken wir mal, vielleicht können wir Henry so anspielen. Können wir? Kommt der rein? Oh mein Gott, ey, jetzt komm schon, Junge. Dritter und Goal. So, wir probieren es mit der Read Option. Und ich werde ihn jetzt so oder so ziehen, Leute, weil ein Touchdown auf Henry bringt uns jetzt für die Stats nix. Okay, ziehen war eh der richtige Read. Let's go. Jacksonville scored einen sehr schnellen Touchdown zurück. Interessant, sie führen jetzt mit 10 zu 7. Wir haben noch ein paar Sekunden, bevor die Halbzeit ist. Von daher, lass uns mal probieren, hier noch was zu reißen. Read Option ist vielleicht gar nicht die richtige Wahl jetzt. Wegen der Zeit. Aber egal. Henry macht einen First Down fast. Zweiter und eins. So, wir haben 5 Verticals. Schauen wir mal. Ey, es ist doch jetzt nicht dein Ernst, ey! Okay, krass. Jacksonville hat daraus nichts gemacht. Das war ja eigentlich eine ultra krasse Chance für die, aber okay, gut für uns. Hopkins. Schöner Catch. Stark. Nice. Wir haben wieder dieses Play mit Ridley auf der tiefen Dings. Das sieht aber nach Cover 2 aus, so ein bisschen. Oder zumindest, als wäre da eine tiefe. Ja, da ist auf jeden Fall eine tiefe Zone. Das ist natürlich maximal zu dann, ne? So, ich brauche Hilfe. Hilfe! Warum wirft er den denn nicht weg, Digga? Was für 2039, ey. Mein Gott, ey. Wirft ihn doch einfach weg, Junge. Was soll ich denn sonst machen? Lässt er sich erstmal sacken, Digga. So, das waren gute Yards. Dritter und 23 trotzdem, ey. Alter Schwede. Wir haben einfach Note F nach wie vor. Das ist bitter. So. Können wir jetzt hier einen First Down kriegen? Hopkins. Stark. Richtig, richtig stark. X-Factor ist aktiviert bei uns. Die kommen mit einem fetten Blitz. Das gibt für uns theoretisch eine gute Chance zum Rennen, aber warum auch immer war dieser Linebacker oder D-End viel zu schnell, ey. X war, glaube ich, auch wide open. Das Drive-Goal ist ein Rushing-Touchdown zu bekommen, übrigens. Stark, Henry. Gutes Play. Sehr schön. Wir gehen noch Huddle. Gucken mal, was es hier noch so Schönes gibt. Nehmen wir mal das hier. Das ist das gleiche, oder? Minus ein Yard. Boah, da wurden wir noch ordentlich weggehauen. Haben gerade so den Ball angebracht. Dritter und Inches jetzt. Wir sind immerhin jetzt mal wieder D-. So, dritter und Inches. Haben wir.
Sehr schön. Wir gehen noch Huddle, machen das gleiche Play nochmal. Vielleicht kriegen wir den Rushing Touchdown draus. Ne, den müssen wir auf jeden Fall übergeben. Oh, wir sind an der 1. Das ist eigentlich sehr gut. Weil, wie gesagt, wir brauchen den Rushing Touchdown, um das Drive Goal zu completen. Und auch für unsere Stats. Ja, ich dachte, da können wir uns durchtanken. Schade. Dritter und Goal. Wir sind wieder bei F angekommen. Mann, ey. Natürlich wäre es viel einfacher, Henry den Ball zu geben. Aber I don't want that. Mach doch einen Juke, Junge. Was ist denn mit dir? Mein Gott, ey. Wir werden rausgenommen, Bruder. Das ist eine. Ja, das passiert, wenn man gierig auf Stats ist, ne? Flagge, safe and holding. Nice. Stark. Gucken wir mal. Boah. Das war mieser Traffic, Alter. Guter Catch von ihm. Krank. So, wir haben 4 Verticals. Oh mein Gott, ich dachte jetzt schon, da kommt der nächste Pick, ne? Boah, Junge. Hopkins so nice zwischen die beiden Safeties da auf der Postroute wäre schon geil. Naja, aber der ist komplett covered. Und den fängt der Tight End. Uzoma, let's go. Oh, Tyron Smith. Shit. Double Slants wieder. Ember. Jo, der hat ein bisschen zu viel Speed für meinen Geschmack, Digga. Der hat mich gerade schon wieder fast gekriegt. So, dickes Play-Action-Play. Gucken wir mal. Okay, 4 Yards. Nur 3 D-Liner. Ja. Stark. So. Was ist das hier? Oh, was ein Play, Alter. Junge, Treylon Burks richtig stark. Einer. Easy Money. Jacksonville hat nichts gerissen. Wir haben jetzt nochmal die Chance, ein Drive. Oh, wir haben direktes Turnover. Okay, dann müssen wir das hier auf jeden Fall nutzen und einen schönen Touch an uns gönnen. Play Action. Kreis. Easy Money, Digga. Let's go. Wir kommen mit einem Play Action. Oh mein Gott. Oh mein, oh, er hat den gedroppt. Ey, schade, das wäre auch ein richtig geisteskrankes Play gewesen. So, Play Action. Mit einer tiefen Bombe hoffentlich. Nee, das ist mies zu, aber wir können selber rennen. Dritter und zwei und der Coach legt so ein Play vor. Mutig. Das war gar nichts frei, Digga. Ja, wir werden rausgenommen. Schade, Schokolade. So, wir haben den Ball tatsächlich nochmal bekommen, deswegen 37 Sekunden, da kann man noch einiges reißen. Sehr schön. Die nehmen den Timeout, gut. Ja, macht ja auch Sinn, müssen sie. So, vielleicht Ridley. Nee. Schade, ich dachte, da kann der Ball vielleicht so leicht an dem Linebacker vorbeifliegen. Hopkins schicken wir auf eine Go-Route. Nope. Aber er ist da und rennt auch ins Aus. Perfekt. Wir sind immerhin wieder auf C. Das ist schon mal wichtig. Ja. Let's go, Alter. Ich glaube, damit haben wir sogar die zwei Passing-Touchdowns auch noch jetzt gerade so in letzter Sekunde geschafft. Ein Play kriegen wir noch. 4 Sekunden. Ja, nochmal ein Sack, schön. Ah, 35 zu 17 gewonnen, Leute. Damit ist die Regular Season vorbei. Lasst uns einmal noch in die Stats reingucken und dann war's das. Wir sind ein Level Upgrade. Let's go. 2 Skill Points. Wo können wir das anwenden? Das braucht jetzt auch schon 3. Die brauchen alle 3. Der Juke Move, den bessern wir doch nochmal aus. Warum nicht? Ne? Da sind wir sogar insgesamt auf einem 90er. Das Einzige, was wirklich noch hinterherhängt, ist die kurze Accuracy, aber da habe ich eigentlich auch nicht das Gefühl, dass die irgendwie ein Problem darstellt.
Dementsprechend haben wir jetzt den Juke einmal ausgebessert. Wenn wir den nochmal ausbessern, kriegen wir einen Pluspunkt beim Overall. Und wir haben dann natürlich die Chance, Jukebox Silber freizuschalten, wenn wir dann halt auch noch weiterhin ein paar andere Jukes im Spiel und so raushauen. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt ein 90er Overall und gehen damit in die Playoffs. So. Jetzt sind wir in der Wildcard Round, Leute. Und die können wir ja sogar überspringen, oder? Nee. Wir müssen Wildcard spielen. Ich dachte irgendwie, wir wären sogar gut genug, dass wir das übersprungen hätten. Ah nee, die Bengals sind noch krasser. Okay. Gegen die Colts, Digga, das ist natürlich geil. Rivalen-Matchup. So sehen jetzt übrigens die Playoffs insgesamt aus. Chiefs gegen Chargers, Jets gegen Ravens. Eagles sind automatisch weiter. Packers, Giants, San Francisco 49ers gegen die Rams und die Falcons gegen die Cowboys. Wilde Sache. So, das Einzige, was wir jetzt in diesem Spiel noch machen, ist, dass wir in die Stats einmal reingucken. So, Leute, erster Platz mit Abstand, 5400 Passing Yards. Passing Touchdowns, haben wir die 45 noch geknackt? Wie geil ist das denn? Auch da sind wir Platz 1. Interceptions 25 sind wir auch mit die meisten. Krass. Also das ist nach wie vor ein Problem, aber ganz ehrlich, bei dem Record, den wir jetzt rausgeballert haben, was stehen wir, 13-4 oder so, glaube ich? Scheiß mal auf die Interceptions. Rushing. Yards mit Abstand am meisten. 1720 Rushing Touchdowns haben wir auch die meisten vor AJ Dillon gestört. Fumbles aber auch die meisten mit 8. Broken Tackles haben wir 20. Okay, da sind wir längst nicht der mit den meisten. Yards after Contact. Oh, da sind wir gar nicht so schlecht, Alter. Krass, da sind wir gar nicht so schlecht. Longest Run. Was war unser längster Lauf? 56. Ist auch nice. Ist definitiv nice. Ach so, was waren eigentlich Passer-Rating bei uns? Jackson hat das Beste, Burrow das Zweitbeste, dann Mahomes und dann wir. Stark. Viertbestes Passer-Rating. Also ich zähle jetzt natürlich nur die Quarterbacks, die hier wirklich viel gespielt haben, ne? So ein Wilson jetzt, warum auch immer der nur so wenig gespielt hat, zählt da natürlich nicht mit rein. Boah, Junge, crazy brazy auf jeden Fall. Echt krass. Team Stats sind wir auch einfach überall, also zumindest bei Total, oder? Ja, Total. Bei Offensive Yards sind wir insgesamt die besten. Passing Yards sind wir die besten. Rush Yards sind wir nicht die besten, aber fünfter Platz. Points per Game sind wir die besten. Passing Touchdowns die besten. Rushing Touchdowns sind wir die zweitbesten. Okay. First Downs sind wir auch die besten. Krank, Digga. Einfach nur krank. Leute, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr Bock habt auf die nächste Folge, wo es dann in die Playoffs geht, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert natürlich, wenn ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt, Leute. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode. Haut rein, bis dahin, euer Eric.